Hallo, heute machen wir einen Barbecue-Klassiker, das Pulled Pork. Dazu nehmen wir unseren Holzbackofen als Smoker her. Für das Pulled Pork können Sie Schweinenacken nehmen oder aber eine Schweineschulter. Wir haben uns jetzt heute für eine richtig schön durchwachsene Schweineschulter entschieden und die marinieren wir jetzt. Ich nehme mir sehr gern etwas Senf, um das Ganze aber einzureiben, damit uns die Gewürzmarinade einfach besser daran kleben bleibt. Und einfach das Fleisch einfach von alle Seiten schön damit einreiben. Jetzt können wir das Ganze mit einer Gewürzmischung würzen. Da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Variationen. Wir haben Ihnen einfach mal eine Gewürzmischung als Beispiel mal aufgeschrieben. Sie können natürlich gerne Ihre eigene nehmen oder natürlich eine gekaufte. Und das Ganze noch mariniert haben, tun wir das einfach in eine Schüssel, tun das Ganze selber abdecken und dann lassen wir das selber eine Nacht durchziehen. Wir möchten aber, dass unser Pulled Pork aber ein schön rauchiges Aroma haben, deshalb verwenden wir jetzt selber hier unseren Smoker-Einsatz. Den befüllen wir jetzt mit Räucherspäne oder Chips nach Belieben. Schauen wir, dass er schön gefüllt ist und lasse er aber auf einer Seite, wie man jetzt hier aussieht, ein bisschen was frei. Da kommt jetzt aber unsere Glut rein, die das Ganze jetzt zum Glimmen bringt. Setzen wir die jetzt einfach ein und lassen wir jetzt zuallererst mal die Klappe noch offen. Und unten unseren Ascheschub aber leicht öffnen, dass aber ein Sauerstoff hinzukommt. Der Zug ist geöffnet und dann schließen wir unsere Türe. Nachdem die Gewürze jetzt für unser Pulled Pork aber richtig schön einwirken konnten, haben wir jetzt aber unseren Holzbackofen aufgeheizt und richten jetzt unseren Bräter her. Da nehme ich einfach einen passenden Rost oben drauf, damit wir das Fleisch aber oben drauf legen können. Jetzt kann man hier nach Wahl aber entweder nur ein bisschen Flüssigkeit reingeben, Wasser, Apfelsaft, Cola, einfach nach Geschmack. Dann nehmen wir unser Fleisch und legen das auf unseren Rost oben drauf, damit jetzt der Rauch aber von alle Seiten schön einwirken kann. So, wir haben jetzt das Pulled Pork aber vom Rost aber runtergenommen und damit es über Nacht nicht zu dunkel wird, haben wir jetzt hier unser Butcherpapier. Da lege ich das Ganze einfach rein, schlage das aber komplett in dem Papier ein. Und dann kann das aber über Nacht in unserem Bräter schön langsam weitergaren. Wir haben jetzt selber am Tag zuvor schon unsere Burgerbrötchen gemacht. Die habe ich aber, bevor ich das Pulled Pork in den Ofen geschoben habe, habe ich die schon fertig gebacken. Habe sie dann jetzt aber über Nacht luftdicht verpackt, damit sie nicht austrocknet. Und jetzt bin ich vorher hergegangen und habe sie mit etwas Butter in der Pfanne angeröstet, damit sie aber richtig schön knusprig sind.
Ebenso habe ich auch den Krautsalat gestern schon vorbereitet, weil der sollte einfach eine Nacht durchziehen. So, nachdem jetzt unser Fleisch noch etwas entspannen konnte, können wir jetzt aber dann weitermachen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit das Fleisch mit dem Butcherpapier aber ausgewickelt, habe es dann aber wieder in die Bräter zurückgegeben und dann haben wir es aber mit unserem Mop-Marinade immer wieder abgestrichen, abgeglänzt. Das kann man natürlich auch mit einer Barbecue-Soße machen, wenn man möchte. Das ist einfach eine reine Geschmackssache. Wichtig ist einfach, dass die Kerntemperatur des Fleisches ja bei 94 Grad sein soll, damit wir das Pulled Pork eben auch mit unseren Fleischkrallen wunderbar auseinanderzupfen können. Und das machen wir jetzt gleich. Das war jetzt das Video zu unserem Pulled Pork und da wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Nachmachen.